Fangen wir mal mit einer kleinen Wette an. Ich wette, dass die meisten Menschen hier um mich herum bei der Frage, ob sie in ihrem Leben eher mehr arbeiten wollen oder mehr Freizeit haben wollen, sich für mehr Freizeit entscheiden. Dann mal los. 10 Menschen, 10-mal die gleiche Frage. Würden Sie gerne in Ihrem Leben mehr arbeiten oder mehr Freizeit haben? Inzwischen mehr Freizeit. Ja, mehr Freizeit. Ich würde mehr Arbeit nehmen, weil ich brauche mehr Geld. Wenn man älter wird, will man mehr zu Hause sein, mehr das Leben noch ein bisschen genießen. Mehr Freizeit. Zu Hause ist natürlich schöner, oder in der Freizeit. Mehr Freizeit haben. Mehr Freizeit haben. Mehr Freizeit haben. Mehr Freizeit natürlich. 9:1, eigentlich eindeutig. Trotzdem strampeln wir uns ab, häufen Überstunden an. Wieso machen wir das? Schauen wir mal, welche Berufsgruppen besonders viele Überstunden machen. Auffallend sind die sogenannten helfenden Berufe. Ärzte, Krankenschwestern, Altenpfleger. Alles Berufe, in denen es schlichtweg lebensnotwendig ist, dass die Arbeit gemacht wird. Thomas Hinte ist Chefkrankenpfleger auf der Intensivstation des Klinikums Stuttgart. Die 100 Mitarbeiter hier haben zusammen aktuell 3000 Überstunden. Er persönlich 240. Wieso fallen denn jetzt grundsätzlich bei Ihnen auch in der Branche so viele Überstunden an? Die entstehen durch wirklich kurzfristige Ausfälle, wie dass sich morgens 2 bis 3 Kollegen krank melden für die Spätschicht oder für die Nachtschicht. Dann müssten Kollegen eben spontan einspringen. Zu dieser Herausforderung käme noch eine Arbeitsverdichtung. Mehr Papierkram, technisch kompliziertere Medizin. Aber ist das dann ein Beruf, den Sie beschreiben, den man dann auch noch mit Ende 50 machen kann? Also den Beruf mit 100, also mit Vollzeitbeschäftigung bis zum Renteneintritt zu machen, glaube ich, also habe ich jetzt noch nicht erlebt. Weil das ist ein Beruf, der körperlich und geistig, vor allen Dingen auf einer Intensivstation, anstrengend ist. Ja. Aber ich finde ihn auch spannend. Ähnlich sieht es auch bei einem anderen quasi helfenden Beruf aus. Die baden-württembergischen Freunde und Helfer, nämlich die Polizisten, schieben wegen Personalmangels und Sondereinsätzen derzeit einen Rekordüberstundenberg vor sich her. 2 Millionen Überstunden waren es im letzten Jahr. Und das heißt, jeder baden-württembergische Polizist könnte 2 Wochen lang Überstunden abfeiern. Andernorts gibt es einfach Chefs, die schlichtweg kein zusätzliches Personal einstellen wollen, weil es billiger ist, das Stammpersonal nun ja auszubeuten. Das soll in dramatischem Ausmaß in Hotels und Restaurants passieren. Sagt Alexander Münchow, der früher selbst 16 Stunden in Hotels gearbeitet hat und mittlerweile die Beschäftigten in der Hotel- und Restaurantbranche vertritt. Vor allen Dingen die jungen Menschen sind einfach komplett übermüdet und haben dann auch gar nicht die Kraft noch für größere Freizeitaktivitäten, weil sie einfach schlichtweg verschlissen sind. Sie sagen einfach, die Bedingungen sind so nicht mehr erträglich, weil sie keine Zeit mehr für Familie, Freizeit und so weiter haben und weil es einfach schlichtweg auch auf ihre Gesundheit geht. Das hört sich fast so ein bisschen an wie Sklavenarbeit. Warum lassen sich das denn die Leute gefallen? Wir erleben, dass in den Hotels und Restaurants ein Klima der Angst geschaffen wird. So kenne ich es auch aus meinem eigenen Hotel. Man wird dann ins Büro vom Chef zitiert. Man wird permanent unter Druck gesetzt. Man wird zu schlechten Diensten beispielsweise eingeteilt. Also das sind alles so ganz fantasievolle Ideen von Arbeitgebern, um Angst zu schaffen bei den Beschäftigten, dass sie sich nicht darum kümmern, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Aber Überstundenkönige sind nicht die Gezwungenen, es sind die, die sich freiwillig Überstunden aufbrummen. Werber, Filmschaffende, Journalisten, Architekten. Kreative Berufe, in denen 12-Stunden-Tage keine Seltenheit sind. Michel Casertano ist einer der leitenden Architekten im Architekturbüro Atelier Brückner. Es ist 18 Uhr. Dass jetzt noch gearbeitet wird, läge daran, dass Bauprojekte und Konferenzen oft in unterschiedlichen Zeitzonen liegen, aber nicht nur. Also sind die Wagenhallen in Stuttgart? Sein aktuelles Projekt, sein Baby, in das er viel Herzblut stecke und das ihm gerade 60-Stunden-Wochen beschert. Schlechte Arbeitsbedingungen seien das aber nicht, denn man könne Überstunden abfeiern und außerdem sei seine Arbeit Passion. Ein Künstler, der den ganzen Tag malt oder ein Schriftsteller, der den ganzen Tag schreibt, da wird man jetzt auch nicht sagen, der schreibt ja mehr als 8 Stunden. Und dann wird man auch nicht sagen, jetzt ist er schon bei 11 Stunden. Jetzt könnte man aufhören zu schreiben. Was war so das Längste, was Sie mal gearbeitet haben an einem Stück, wenn es um Projekte ging? Das darf ich Ihnen gar nicht sagen. Oh, da gibt es Gelächter da hinten.
Also das längste war tatsächlich, das war in der Uni. Das waren über 50 Stunden. Wir haben unseren Themenschwerpunkt diese Woche redaktionsintern Arbeiten bis zum Umfallen genannt. Und tatsächlich gibt es sie. Die Menschen, die ihre Arbeit körperlich nicht mehr schaffen. Solch einen Mann, einen erfolgreichen Manager, treffe ich in einem therapeutischen Zentrum. Er erzählt von 7 bis 22 Uhr Arbeitszeiten. Arbeit am Wochenende, Arbeit nach dem Aufstehen, bis nichts mehr ging. Wie viel Raum hat Arbeit eingenommen? Im Endeffekt eigentlich 100%, weil selbst die Zeit, die ich mit meiner Familie verbracht habe, habe ich an die Arbeit gedacht. Am Wochenende in der Stadt konnte ich nicht mehr bummeln, habe immer nur gedacht, wann ist das zu Ende? Bei Weitem nicht nur verantwortliche Manager, auch Journalisten, ITler, Lehrer, Pfleger, Hausmeister. Sie alle haben schon wegen Arbeitsüberlastung bei Dr. Bolm auf der Couch gesessen. Wie schlimm sind denn tatsächlich Erkrankungen, die durch Arbeit hervorgerufen werden? Naja, wenn jemand sich umbringen will, schlimmer geht's nicht. Vom Herzinfarkt und Schlaganfall bis eben hin zu schweren Depressionen, zu Panikanfällen, zu Schmerzzuständen, die durch Körpermedizin überhaupt nicht zu behandeln sind. Viele Menschen leiden also aus zwei unterschiedlichen Gründen unter ihrer Arbeit. Erstens ist die Arbeitszeit zu viel und zweitens ist das, was in die Arbeitszeit reingestopft wird, einfach zu viel. Und das ist doch eigentlich verrückt, dieses ganze Hamsterrad, oder? Dann würde irgendein Mensch auf dem Sterbebett gefragt, was bereust du? Würde da irgendjemand sagen, oh, dass ich zu wenig gearbeitet habe?